Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir haben immer noch Sommer und deswegen dachte ich mir, es ist doch eigentlich die perfekte Zeit, ein Cabrio auszupacken. Also ein theoretisches Cabrio, praktisch gesehen haben wir hier ein Dach auf. Aber nichtsdestotrotz werde ich heute den Ferrari California T ausfahren. Wie immer habe ich natürlich ein paar Daten rausgesucht zu dem Wagen. Und ja, mit denen fange ich einfach an. T steht hierbei für Turbo. Wir haben nämlich ein 3,9 Liter V8 Biturbo Motor. Das ist relativ besonders, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Mit 560 PS sowie 755 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze auf knapp 1,7 Tonnen. Was echt eine Menge ist für ein Ferrari, aber es ist ein Cabrio. Cabrios sind im Regelfall einen Tacken schwerer, einfach durch die ganze Mechanik, die verwendet wird. Wir gehen von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden. Eine Topspeed hat der Wagen von 316 km/h. Preislich lag der Wagen damals bei ungefähr 184.700 Euro. Und ich habe den Turbomotor angesprochen. Es handelt sich hierbei um den ersten Ferrari mit Turbomotor seit dem F40, also eine ordentliche Zeitspanne dazwischen, über 20 Jahre. Und selbiger Motor, der F154 wird er genannt, ist das erste Mal in einem Ferrari verwendet worden, wurde vorher aber bereits schon mal in einem Maserati verwendet. Der Quattroporte dürfte es gewesen sein. Und dieser Motor hat von 2016 bis 2018 den Preis für Engine of the Year in der 3 bis 4 Liter Kategorie gewonnen. Wir haben ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe verbaut, sowie eine Transaxle-Bauweise, was bedeutet, das Getriebe liegt hinten. Dadurch haben wir eine 53-prozentige Gewichtsverteilung an die Hinterachse. Und das Turboloch, wo man ja vielleicht sagen möchte, oh Mensch, beim F40 war das ja schon relativ krass und seitdem hat Ferrari dann jetzt nicht so viel Erfahrung mit Straßenfahrzeugen. Das Turboloch laut Automotor und Sport ist nicht vorhanden. Und das ist auf jeden Fall ordentlich, dass sie das so geschafft haben. Und ja, hier sehen wir auch das gute Stück. Wir sehen auch, der Motor liegt sehr weit hinten. Also im Prinzip haben wir hier eigentlich, wenn wir mal gucken, einen Front-Mittelmotor. Bedeutet im Prinzip, der Motor sitzt zwischen der Vorderachse und der Hinterachse, aber trotzdem noch vor dem Fahrer. Also auch nochmal definitiv ein bisschen was für die Sportlichkeit gemacht. Und wir können immerhin hier im Forza Vista Modus das Dach abnehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da geht's doch. Das ist nämlich alles animiert, auch hier im Spiel. Das existiert. Diese Animation existiert auch seit Forza Horizon 3 schon. Eigentlich seit Motorsport 6, wenn wir ehrlich sind. Ja, warum wir das jetzt nicht in der offenen Welt machen können, das sei mal dahingestellt. Das ist jetzt ein Thema. Darauf möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal eingehen. Das habe ich schon so oft gemacht in der Vergangenheit. Das ist mir zu schade, aber ganz ehrlich, so ist er doch tausendmal schöner, oder? Also ich finde ihn so wirklich schön. Und gerade mit so einem Fahrzeug irgendwie die Küste langfahren, so die Côte d'Azur oder so, wäre saugeil. Wir setzen uns mal rein in den California T. In den offenen California T zur Abwechslung. Das ist das einzige Mal, dass das passieren wird heute. Und hören uns den V8 mal an. Ja, der Sound kommt uns relativ bekannt vor, denn dieser Motor kommt unter anderem auch im 488 GTB zum Einsatz und natürlich auch im 488 Pista dementsprechend. Und dementsprechend haben wir hier den gleichen Motorsound. Das ist voll okay, finde ich. Wenn es der gleiche Motor ist, dann darf man da auch die Soundfile einfach kopieren. Ist ja eigentlich nur sinnvoll, wenn wir ehrlich sind. Und ja, über die Teststrecke werde ich den Wagen jetzt tatsächlich nicht fahren, alleine aus dem Grund, dass ich ihn, als ich den Portofino gefahren bin, da schon drüber gefahren habe und eine Zeit gesetzt habe. Das ist noch nicht so lange her. Der braucht jetzt keine neue Zeit. Trotzdem werden wir ein Rennen fahren. Einfach mal ein paar Runden Bamberg-Küste. Das können wir machen. Ich habe mich für Gelb entschieden. Einfach mal gegen das klassische Ferrari-Rot und ich finde auch Gelb steht dem wunderbar. Und was man auch noch erwähnen kann, manche Leute, die die Head-to-Head-Folge mit dem Portofino und dem California T gesehen haben, die werden schon eigentlich alles wissen, was ich hier heute schon gesagt habe bisher. Aber
Das hier ist auch nur in Anführungszeichen das Facelift-Modell des normalen California, welcher seit 2006, glaube ich, gebaut wurde. Bis 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, bis 2017. Und ich dachte tatsächlich, der California T wäre eine neue Generation. Da will man mal den California sowie den California T nebeneinander stellt, dann erkennt man da jetzt nicht die meisten Parallelen auf der Welt. Also da ist schon ordentlich was unterschiedlich. Und ich entschuldige mich für meine Fahrweise. Ich bin nur verdammt viel F1 in den letzten Tagen gefahren. Und sich da umzugewöhnen, da werde ich ein, zwei Rennen brauchen für. Gerade dieses extrem frühe Runterschalten ist da, denke ich mal, schon ja, gebrandmarkt mehr oder weniger von F1. Auch da ein kleiner Hinweis, morgen um 18 Uhr oder zwischen 18 und 19 Uhr, ich weiß nicht genau wann er startet, findet der GPO 6 statt, von PeteSmeet veranstaltet. Ich bin wieder dabei mit Ray in einem Team. Und ja, wir werden gucken, dass wir da ordentlich aufräumen werden, zumindest soweit es uns möglich ist. Seid gerne dabei, bringt Kaffee und Kekse mit. Wir werden Spaß haben. So viel dazu. Kleine Werbung in einer Sache einfach nur. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier das Rennen noch gewinnen, obwohl ich nicht wirklich schön gerade fahre. Boah, aber eine schöne Lücke gesehen und genutzt. Kann man machen. Ja, man muss halt sagen, der California T ist relativ schwer. 1,7 Tonnen habe ich ja gesagt. Die merkst du auch auf jeden Fall. Also wir werden uns das Gewicht des Fahrzeugs definitiv nochmal anschauen. Und ja, generell einfach auch so ein paar Fahrwerksänderungen. Aber ich glaube wirklich, wenn wir uns einfach mal die Gewichtsreduzierung zu Herzen nehmen, dann können wir damit schon einiges rausholen. Naja, werden wir gleich sehen. In den schnellen Kurven tatsächlich kommt es gar nicht so extrem zu tragen. Aber gerade in den langsamen Kurven merkst du schon auf jeden Fall. Und das soll ja so nicht sein, ne? Ja, gerade jetzt hier um die Kurve rum hast du schon gemerkt, dass er nicht rum möchte. Okay. Den Sieg haben wir trotzdem, und das obwohl ich nicht schön gefahren bin. Aber schnell war es ja dann trotzdem. Zumindest schnell genug für die Drivertage. So, ja, Rundenzeit haben wir geschlagen, knapp 2 Sekunden. Das ist doch schön, wenn sowas funktioniert. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal einfach nach Edinburgh rein, ins Edinburgh Castle und werden da den California T mal aufbauen. Ich bin ja ganz ehrlich, diese, ja, wie Cabrio-Reihe, weiß ich nicht genau, wie man die betiteln sollte, eben so California T oder California generell, Portofino und der Roma gehört ja auch irgendwo dazu, auch wenn er parallel jetzt zum Portofino läuft. Finde ich sehr geil. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt einen Ferrari zulegen würde und kein Geld für einen FF oder so hätte, sondern halt, ich könnte mir wirklich einen zulegen, so. Einen einzigen Wagen, den ich dann auch im Alltag verwenden muss, etc. Dann fällt natürlich die ganze Sportwagensache, so 488, 488 Pista, F8, das fällt halt alles raus. Ein FF beispielsweise oder GTC Filuso, was ja das Nachfolgemodell ist, ist halt viel zu teuer. Aber die Portofinos beispielsweise und der California T zu seiner Zeit fand ich saugeil von der Optik. Also würde ich echt überlegen, mir zuzulegen. Und was ich nicht überlegen würde, ist einen Lambo-Motor einzubauen, weil das machen wir nicht. So, natürlich könnten wir bisschen mehr Downforce draufsetzen, aber ja, braucht der Wagen jetzt nicht unbedingt. Der soll jetzt kein Supersportwagen werden. Rennreifen sind auch unnötig, denke ich. Ich will sie auch die
normalen Sportreifen breiter. Warte mal, 265er vorne. Oha, okay. Dann würde ich hinten maximal auf 325er gehen. Also 345er. Das ist ja komplett unverhältnismäßig. Ich halte schon die 325er für sehr optimistisch. Also kann sein, dass ich auf 315er zurückgehen muss, aber... Naja, wir schauen mal, ob das so funktioniert. So, Getriebe und Kupplung auf jeden Fall. Differential, na gut. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Rennfahrwerk nehmen wir mit. Genauso die Stabilisatoren, meinte ich. Und jetzt Gewicht. 1,7 Tonnen. Ich würde sagen, wir gehen mindestens auf 1,5 runter, wenn nicht sogar noch mehr. Das bedeutet ja tatsächlich 1,4 Tonnen. Ja, machen wir, hopp. Nehmen wir einfach dahingehend ein bisschen Gewicht raus und dann noch ein bisschen mehr Power rein, einfach nur, weil es geht. Ja, noch ein Verlass ist sogar tatsächlich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Wir nehmen die Zündung sowie den Einlass. Dann kommen wir auf... Boah, was dürften es dann sein? 585 PS ungefähr. Einfach halt nur einen Tacken mehr. Fürs gute Gefühl. So. Ja, schauen wir doch mal, ob jetzt das Untersteuern weitgehend behoben ist. Wäre sehr schön, auch wenn ich ehrlicherweise nicht dran glaube, dass das so einfach gehen wird. Ich denke mal, hier werde ich heute schon noch ein bisschen mehr umstellen müssen, bis ich dann wirklich die perfekten Werte hatte. Spontan. Es ist Fahrwerk vielleicht einen Tacken zu hart. Stellen wir mal ein bisschen weicher, ein bisschen tiefer legen. So, bei den Dämpfern jetzt keine Werte, die komplett ad absurdum gehen. Ja, hopp. Machen wir mal so. Schauen wir doch mal, ob das jetzt besser funktioniert. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal ein paar Runden Edinburgh Grand Prix. Der Sound ist schon geil, ne? Oh ja, also nach vorne geht auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Stück besser. Boah, da habe ich jetzt zu spät gebremst. Ich meine, gut, wir haben auch über 300 Kilo an Gewicht rausgenommen. Das ist nicht zu unterschätzen, auf gar keinen Fall. So. Dann schaut doch mal, Edinburgh Grand Prix, jetzt sehr viele enge Kurven und sehr viele Grad, wo man durchbeschleunigen kann. Und gerade die engen Kurven, wie wir wissen, hat er ja nicht so gut weggepackt, wie er es eigentlich machen sollte. Das heißt, wir schauen einfach mal, ob das denn jetzt besser funktioniert oder nicht. Und natürlich auch ein bisschen diese knapp 600 PS, ein bisschen weniger 600 PS, einfach mal ausfahren auch tatsächlich auf der, gerade auf der langen Stiel, auf der langen Stielgeraden. Ja, Stiel. Startziel wird ab heute Stiel genannt. Warum eigentlich nicht? Wenn man darüber nachdenkt. Okay, den Wheelspin am Start kannst du super kontrollieren. So, die Kurve einfach mal ein bisschen enger fahren. Das macht Quartare eigentlich relativ selten. Und... der war nicht schlecht. Jetzt hier außen am SLS. Der lässt sich weit austragen. Lässt mir dafür hier aber den Platz, den ich brauche, um ordentlich vorbeizugehen. Dankeschön. Und jetzt haben wir hier die klassische Formel 1-Situation. Ferrari und Mercedes. Aber sofern ich jetzt keinen Strategiefehler mache, dürfte ich gute Chancen auf den Sieg haben. Aber ein AMG GTR ist halt auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Das ist ein verdammt schneller Wagen.
der auch auf jeden Fall eine weit bessere Kurvenlage haben wird als ich. So. Aber jetzt brauchen wir Power und da haben wir in etwa gleich viel wie der GTR in der Serienversion. Ransaugen im lächerlichen Forza-Windschatten. Relativ gleicher Bremsweg, aber meine Bremsen sind stärker. Wie man gerade gesehen hat, ich bin viel besser zum Stehen gekommen als er, weshalb ich dann ein bisschen früher einlenken konnte einfach. Und das hat gereicht. Wunderbar. Ums Eck gesplittert. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wir kommen auch gerade ganz gut weg vor dem Mercedes. Das ist echt so ein bisschen so tückisch einfach. Dass die Gravatare relativ langsam sind, wenn du sie mal überholt hast. Kennt man auch aus anderen Rennspielen. Need for Speed the Run beispielsweise ist mir das ganz extrem aufgefallen. So. Vollstopp weg. Es sind ja nur zwei Runden gewesen, weil der Kurs an sich einfach relativ lang ist. Na gut. Ja, hat funktioniert auf jeden Fall. Die Endkurven nimmt er jetzt ein ordentliches Stück besser. Der lenkt deutlich aggressiver ein. Aber da geht noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ich denke mal, einen Tacken schärfer kann ich ihn noch machen. Und die Hinterreifen waren auf jeden Fall, also das war, glaube ich, echt die goldrichtige Entscheidung, dass ich mich da nicht zu den 345ern hab verleiten lassen. Ich meine, klar, am Start würden die auf jeden Fall helfen. Aber generell betrachtet sind breitere Reifen nicht automatisch besser. Das Verhältnis muss passen zwischen Vorder- und Hinterreifen. Wenn ich halt vorne relativ schmale Reifen habe im Verhältnis zu den hinteren, dann ist das Einlenkverhalten halt nicht so gut. Dann kommen wir in Untersteuern rein, weil wir hinten einfach viel mehr Traktion haben als vorne. Und ja, dann haben wir Untersteuern. Was man einfach beheben kann, indem man nicht so breite Reifen verwendet. So doof wie es klingt. Aber weniger Traktion kann zu einer besseren Kurvenlage führen in dem Sinne. Es klingt komplett bescheuert. Aber ich denke mal, ihr werdet verstehen, wie ich es meine. Hopp. Du hast dein Ziel erreicht. Perfekt ausrollen lassen. Ha. So, jetzt haben wir hier ein paar schnellere Kurven auf der Strecke dabei. Auch mal interessant, ob sich da jetzt was getan hat, aber ich werde jetzt nochmal ein paar, paar kleinere Sachen am Setup umstellen auf jeden Fall. Ja, zum einen nochmal einen Takt weniger Reifendruck vorne, dass er vielleicht nochmal ein bisschen schärfer einlenkt. Dafür das Ganze aber ein bisschen stabiler machen einfach. Ist natürlich die Frage, ob das so produktiv ist oder nicht eher sogar kontraproduktiv ist, versuchen etwas zu vermeiden, bevor es stattgefunden hat. Tony Stark könnte da Bücher von erzählen, aber naja, mal schauen. Vielleicht habe ich es jetzt wirklich einfach nur komplett verschlimmbessert. Auf jeden Fall einen besseren Start erwischt. Das wird aber mit dem Setup nichts zu tun haben. Da habe ich ja nichts großartig geändert, was da reinspielen könnte. Ich glaube, da habe ich einfach jetzt einen besseren Drehzahlbereich am Start gehabt. Ja, kommt es auf jeden Fall so Vermutung zumindest. Noch mal ein kleines Stück besser um die Ecke. Und die Sportreifen reichen ihm auch auf jeden Fall. Ich hatte kurzzeitig Bedenken, dass ich doch auf Rennreifen gehen muss, aber nein.
braucht der Wagen nicht. Wenn man das Gaspedal ein bisschen kontrollieren kann, dann bist du mit den Sportreifen voll dabei. Also, ja, das passt auf jeden Fall. Ein bisschen zu schnell rein. Nicht an der Linie von dem AMG orientieren. Das funktioniert nicht. Eingebremst. Also das kann der Wagen. Bremsen. Einwandfrei. Und jetzt hier kommt er auch ordentlich durch. Ich meine, wenn die da halt in den paar Kurven gerade untersteuern auffällt, dann hast du halt alles verkackt. Dann weißt du ganz genau, du musst doch mal von Null anfangen. Ja, wir haben echt immer noch ein leichtes Untersteuern drin in den schnellen Kurven. Mal schauen, ob ich dahingehend vielleicht nochmal was ändern kann. So. Wunderbar. Für Piwan reicht trotzdem. So, ich denke mal, an den Dämpfern kann ich noch ein bisschen was drehen. Nur so ein kleines Stück, kann aber viel ausmachen. Und vielleicht doch das Fahrwerk nochmal. Eventuell war ich da vorher doch einen Tacken besser dran. So, genau, jetzt hier nochmal vielleicht ein bisschen in die Richtung. Und dann doch nochmal ein bisschen mehr Sturz geben. Und Tacken weniger Reifendruck. So, kann klappen, kann schief gehen. Wir werden es herausfinden, wenn wir jetzt nochmal, ja, was fahren wir denn jetzt nochmal? Ja, hopp. Hier Elmstone on Sea Sprint. A Nightmare on Elmstone Street. Na, hoffentlich nicht. Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt ein Albtraum wird. Minimale Änderungen können halt Maximales bewirken. Das sieht man bei dem Ferrari auf jeden Fall. Es kann halt aber auch maximal schief gehen, also eine Veränderung ist nicht immer positiv, aber auch nicht immer negativ. Oh, die Außenlinie war die denkbar schlechteste Idee, die ich hätte haben können. Nicht mit dem Wagen. So, jetzt wirklich jeden Meter der Strecke benutzen, den ich habe. Ja. Er ist halt immer noch definitiv keine Sportskanone. Das auf gar keinen Fall. Ja, ich bin nicht hundertprozentig damit zufrieden, aber ich glaube, um da wirklich das Untersteuern nochmal mehr rauszubekommen, müsste ich auf Rennreifen gehen und das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Weil ich möchte auch jetzt nicht unbedingt die Hinterreifen-Tacken kleiner machen. Ich glaube, dann haben wir ein Übersteuernproblem aus den Engkurven raus. Aber wenn wir den Wagen einfach ein bisschen nutzen, die Strecke ein bisschen mehr nutzen,
Dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. So. Last of the Late Breakers. Wie viel Ladung haben wir eigentlich? 1,3 Bar. Aha. Das sagt mir überhaupt nichts aus. Zum Fahrverhalten. Gucke ich mir aber nur ganz gerne an, bisher bei Turbo- oder Kompressormotoren einfach mal Ladedruck anschauen. Es soll ja Motoren geben, die 5 Bar Ladedruck haben. Oder 4,94 oder sowas sind es, glaube ich. So. Jawohl. War ein schöner letzter Sektor, muss ich an der Stelle mal sagen. Das hat alles soweit funktioniert, ohne größere Kollisionen. Bin ich sehr stolz drauf. So, dann würde ich aber sagen, war es das dann für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.